Das Problem ist, dass die sagen bis zu so viel, aber letzten Endes entscheidet tatsächlich, was du vor Ort hast, darüber, was du als Leitung kriegst. Das heißt, wenn die Leitung vor Ort ist, kannst du auch eine 500 GB Leitung kriegen und trotzdem würdest du bloß die kleine bekommen da. Richtig. Ja. Weil sie bei uns das Glasfaser gelegt haben. Ja, das wollen sie bei uns ja auch. Bis in 2 Jahren Bei oder uns haben sie so. das. Bei uns haben sie es durch hier. Also bei uns haben sie es komplett durchgeprügelt. Echt? Also Nach fast alle Glasfaser? Straßen. Wir haben Glasfaser bei uns Und liegen. trotzdem hast du noch so eine schlechte Verbindung? Ja. Weil das ist Treiber ist. Und Dann da müssen sie steht, vielleicht dass noch es. in deinem Haus anpassen, schätze ich mal. Ja. Und das kann bis zu 1,5 Jahre dauern noch. Ehrlich gesagt, ich brauche keine Mega-Verbindung, aber ich hätte halt Nur auch schon nicht gern. stabile wäre gut, weil ich wollte nämlich schon eine ganze Weile spielen, 7 Days, das ist andauernd abgekackt, das Spiel, das war furchtbar. Ja, je mehr übertragen werden muss, umso mehr Bandbreite brauchst du logischerweise auch. Und da wir beide auf dem Dorf leben, hast du halt echte Probleme, eine vernünftige Verbindung zu kriegen. Als ich in Köln gelebt habe, selbst die Funkverbindung, das war einfach super. Du hast eine richtig gute Verbindung gehabt. Wenn. Okay, ab und an hatten die mal Probleme, Ah, weil gar war es nichts ging. einmal. Aber ansonsten, die Verbindung ist in der Stadt wirklich super. Und auf dem Dorf hast du einfach die Arschkarte. Das war ein Nachteil immer. Wir haben uns jetzt bei so einer Firma angemeldet, die in den nächsten Jahren hier überall Glasfaser legen will. Ich hoffe, die machen es auch. Die legen es auch bis ins Haus rein. Was ist denn jetzt Ja, los? und da kommt Telekom-Mitarbeiter und tut es dann anklemmen Du irgendwann. stehst hier übrigens schon. Ach nee, das bin ich. Okay, mein Fehler. Ist Oberverwacht, glaube ich. Hast du Einladung gekriegt? Ich habe noch gar nichts gekriegt von dir. Versuch's mal, dann war's doch dann in Lobby einladen, war's dann. Wie konnte man die. Hat's jetzt geklappt? Jetzt ja. Wie konnte man seine Ansicht verändern? Oh Gottes Willen, du stellst mich jetzt echt Fragen. Da habe ich jetzt keine Ahnung gerade. Immer über Steuerung, Optionen und dann Steuerung. Ja, da könnte ich gucken. Ich sag mal, herzlich willkommen zu Let's Play Echo. Mal sehen, was ich reingeschnitten habe. Nur Blödsinn. Okay. Ja, wahrscheinlich. Sprinten, Auto Moving. Es gibt Auto Moving? Na egal. Rotate, Toggle-Cursor, interagieren. Hey, der Echo-Baum. Oh, da wird diesmal braun. Donnerwetter. Push to Oh, Talk gibt's hier auch? Wusste ich gar nicht. wir können in-game sprechen, obwohl wir das, wenn wir das nicht haben, Discord. Okay. Muss jetzt, ist das bestimmt faul, hä? Oder? Also, ich glaube, es war T, oder? T war es ja. Dann Okay. hört man uns aber wahrscheinlich dann doppelt, wenn wir es nutzen. Richtig. Und wenn wir weiter weg sind, hört man uns nicht mehr. Vielleicht kann ich hier über Ansicht was ändern. Umgebungsverdeckung, Nebelsonnenstrahlen. Volumetrischer Nebel klingt ja total merkwürdig. Das ist, damit du nicht so viel siehst, das ein Nebel im Ja, Hintergrund. ich weiß schon. Sprachmodus mache ich mal aus. Ja, sonst kommst du auch auf blöde Ideen. Aber ich finde nicht, wie ich das umstellen kann tatsächlich. Ach, man kann die Tutorials neu starten. Connecting to Desktop. Okay, jetzt bin ich der Ecopedia. Jo, willst du dein Skin ändern oder was? Nee, ich probiere gerade die Tasten durch, wie ich das ändern kann. Browser öffnen, nein. Was haben die hier alles integriert? Das braucht doch kein Mensch. Wirtschaftsansicht. Möchten Sie einen lokalen Krieg starten? Ja, nein, vielleicht. Nee, Map kenne ich schon. Nee, ernsthaft, ich weiß. Nee. Ich will aus dieser Ansicht raus. Wie geht das? Escape. Nee, Escape komme ich ja wieder ins Menü. Also. Vielleicht siehst du es dann gleich. Welche betreten steht bei mir? Das wird jetzt Ja, dauert das ja. Mittel.
So, die ganzen Audiogeräusche hier. Leute, Welt! Ich denke, Welt wird betreten. Es lautet die Welt. Nein, das ist klasse, das Spiel. Regierung, so Es geht aber Schwachsinn. ziemlich schnell irgendwie. Das wundert mich gerade. Ja, das ist doch gut. Vielleicht haben sie Ich gerade, sitze haben hier sie im Spiel wirklich, drinnen. hatte, hä? Bist schon drin? Deine, ja, ich höre dich wieder gar nicht mehr. Ich bin auch in der 3D-Ansicht jetzt. Ist Aber das ich das komme. neue Update in etwa? Ich vermute, es kommt damit. Und ich bin nur viel schneller ins Spiel reingekommen. Das ist schon mal gut, aber ich will diese Ansicht nicht. Ich will die First Ego, das Person, passiert hier. die Ego-Perspektive, Deutschsteuerung. hat zwar auch was, aber. Ah, okay, so komme ich in. Wenn ich mit dem Bogen schieße, komme ich in eine andere Ansicht. Aber es ist trotzdem nicht das, was ich möchte. Gott, ich laufe ja rum, als wäre ich schwul oder so. Lalalala, ich bin SpongeBob, der Vampir. Google, Paneele, Wirtschaftsansicht, Regierung. Glaube, das haben die jetzt geändert. Ich sehe gar nicht mehr weg. Allgemein. Nein. Nein. Sehe gar nicht weg. Ich leid. Das ist das neue Update wahrscheinlich. Das ist ja echt scheiße. Ich gehe. Warte mal, vielleicht kann ich übers Tutorial noch mal. Nee, das. Spezialisierungserfahrung, Rollen, baue ein Haus. Aber solche Sachen sind ja tatsächlich nicht dabei. Das ist echt blöd. Reflexion, Umgebungsentwicklung. Ich mach mal die Wasserverschwommenheit raus. Falls ich doch mal tauchen muss. Wesentlich blöd aus eigentlich, wenn du es so nimmst. Weil das Wie ruckelt dann kann ruhig, ich. weil du durch immer die Steine mit dazu hast, da ruckelt das so wie blöd. Das läuft flüssiger. Ja, das ist Mir schön, jetzt. aber ich würde. Also hier bei Grafik gibt es tatsächlich verschiedene Sachen, die man auswählen kann. First Person Field of View und sowas. Aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme in die. Nicht die größte Oberfläche. Ah, okay. Hingekriegt? Noch nicht. Ich arbeite dran. Das war ja auf 60, soll ich auf 60 lassen. Maximiert rahmenlos, bla bla bla. Wie kann ich das ändern? Ich gehe mal auf Standard. Ja, habe ich eh nicht geändert. Böbe Bö kam bloß an. Michelin. Ja. F5 drücken. Aha, die F-Tasten habe ich nicht bedacht, ja. Ja, danke. Super. Hier ist Ich eine hab's bloß Taube, ein gelesen. Vogel. Oh Mist, ich wollte ihn gerade abknallen. Ich hab's bloß gesehen jetzt, weil ich bis ich dachte, hä, Moment, wieso steht da F5 drücken, dann geht's. Und mit immer, Ja. ich drücke und dann war's das. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, wir wollten Reusen bauen. Erinnerst du dich? Du wolltest Reusen bauen. Ja, du mich auch. Machst du noch Holz? Kann ich gleich machen. Oh, ich klaue einfach das hier aus dem Lager. Nein, wird nicht genommen. Und für dich wollte ich ja Steinmauern bauen, nicht wahr? Ja, die hellen, damit ich den Boden machen kann, dort überall bauen kann. Ist nicht wirklich Holz drin. Und wir wollten ja, ich brauche ja eigentlich noch Kupfer, damit wir
weiterkommen. Kupfer, das weiß ich jetzt ungefähr, wo das ist. Und da sind wir eigentlich schon in der Tiefe, sind wir fast drinnen, oder? Okay, dann Ich würde ich denke. mal sagen, wir gucken heute mal, dass wir Kupfer finden. Ich werde jetzt mal die Reuse noch ausbringen hier. Oh, mein Knöchel. Ist ja sehr schön. Bin runtergesprungen. War Steuerung oder? Nee, war Steuerung. Ich bin auf das andere Spiel noch ausgelegt. Ich kann Hölzerne nicht mehr Fischfallen öfter. müssen unter Wasser in Süßwasser gestellt werden, damit sie. Ach, in Süßwasser! Ja, das ist ja Wie aber tut er gut. uns Wichlein bei uns in Seenhai? Ja, eben, ist auch nett, dass mir das mal gesagt wird. Wäre echt gut zu wissen, wenn man das mal vorher gewusst hätte, aber. Ja, da packe ich sie bei uns in den See. Ich dachte, das sind einfach nur Fallen allgemein. Und darum habe ich sie ins Salzwasser gepackt. Hoffentlich fische ich da nicht den See leer. Ach, oh, ist mir auch egal. Geht das? Wird Fisch berechnet? So wie in Banished wurde es ja damals berechnet, obwohl ich es nie hingekriegt habe. Okay. Ja, das. Also zumindest stand es da, dass es angeblich berechnet wird. Bin jetzt nicht mehr sorgen, ich stelle nur schwer ehrlich. Vielleicht muss ich Banish doch nochmal eine Chance geben. Ich meine, das habe ich vor etlichen Jahren gespielt und du hast ja gesagt, dass. Ich glaube, du hast mir gesagt, dass da etliche Sachen wirklich dazugekommen sind noch. Alles ist ganz schön geupdatet worden. Aber das wurde ja damals von einer Ein-Mann-Person gemacht, von daher. Machst du wirklich Holz gerade? Ja, ich tue Holz hacken gerade. Nee, nicht Holz hacken, du musst das verarbeitete Holz brauche ich, das meinte ich. Nee, das habe ich gerade nicht gemacht, das mache ich gleich. Okay. Ich will noch mehr Reusen bauen, weil der Fisch könnte uns vielleicht helfen. Inwiefern? Dass wir so an Proteine kommen, ohne dass ich ständig jagen muss. Warte mal, ob ich nicht welches. Weil Proteine ist das, was uns eigentlich noch so größtenteils fehlt. Und ich jage jetzt auch nicht so gezielt. Ach, unter Wasser, okay. Ist nicht unter Wasser. Bin mal gespannt, was wir drin fangen. Würde mal sagen, du müsstest mal bei Gelegenheit das erhöhen mit dem, dass wir mehr löffeln können, schneller löffeln können. Das tut uns ganz schön das Genick brechen gerade hier. Das kann ich nicht mehr erhöhen. Das ist so eine Angabe, die man anfangs festlegt und die man dann nicht mehr ändern kann. Klar, es ist nervig, aber da müssen wir jetzt durch. Das kann man doch mit erhöhen, bitte. Sicher, dass das gilt? Muss ich vielleicht mal gucken demnächst. Das sieht ja irgendwie Aber ich blöd. glaube, das war eine von den Einstellungen, die man nicht mehr machen konnte im Nachhinein. Weil, wie gesagt, das ist gerade schon mit dem Leveln hier, wir tun halt echt immens hinterherhinken. Deshalb kommen wir Ja, mit dem Spiel nicht vor. was heißt durchkommen? Also. Vorwärts nicht durchkommen. Ja. Ich war hier nicht gerade Holz drin. Du hast doch Holz gerade angemacht. Wo landet das? Ja. Nee, ich frage mich gerade, wo das landet. Das mal. Ach, hier, ich glaube, hier landet's. Gut, die Lager müssen ein bisschen leerer werden. Aber wenn du tatsächlich weißt, wo das letzten Endes ist, das Zeug, dann würde ich sagen, dass wir heute ein bisschen Kupfer sammeln. Ja, jetzt fällt das auch noch runter hier.
Eine Reuse müsste eigentlich reichen, wenn ich klein. Oder willst ja, du da jetzt mehr mache ich die Reusen noch fertig. Jetzt habe ich 5 Stück. Ey, die stehen schon fast eine Minute da und da ist noch nichts drin. Das ist voll scheiße, das Spiel. Da brauchst du ewig für das Spiel. Ich stelle ein. Ja, ich war ja, ich moderne Menschen. Noch den Baum niedergeholzt hier. Den muss ich noch wegholen. Gut, weg mit der Natur. Die braucht eh keiner. Wann hat die Natur jemals irgendwas für uns getan? Uns das Leben geschenkt? Ach. Nein, Holz fehlt. Natur hat uns unser Leben lang bekämpft mit Vulkanausbrüchen, Dürren und Giftaffen, also. Jetzt ist er am Verlieren. Und jetzt sollen wir auch noch nett zu ihr sein? Giftaffen? Ja, jeder hat seine Probleme, ja. Ja, manchmal frage ich mich wirklich bei dir, Junge. Es ist noch nichts in den Reusen drin. Es dauert vielleicht ein paar Tage. Also der Fisch kommt ja nicht einfach vorbei, ohne Reuse, rein da. Das ist das Blödsinn. Nein, funktioniert das nicht so? Ich dachte, die Fische wollen da rein. Nein. Braucht man vielleicht Köder? So wie bei Krabbenfischen? Weil da ist es ja auch so, dass du da Köder reinpackst und die Viecher sind so blöd und kommen tatsächlich nicht mehr raus. Ja, das ist es beim Fischreusen doch genauso. Die können zwar rein, aber die wissen nicht, wie sie da rauskommen. Ja, ich weiß schon, aber mir geht es gerade darum, ob ich jetzt einen Köder brauche, damit sie da auch wirklich reingehen. Oder ob es vielleicht wie in Stranded ist, weil in Stranded war es tatsächlich so in den Reusen, erstmal die sind relativ schnell kaputt gegangen, du hast kaum was rausgekriegt. Deshalb haben sich die Dinger nie gelohnt. Aber was noch interessanter war, dass du wirklich alles gefangen hast in den Reusen. Seetang, okay. Muscheln, Seesterne, die du eigentlich nicht gebrauchen konntest, außer du hast sie geworfen. Wie Ninja-Sterne. Ninja-Seesterne. Ja, das war so. Du konntest die tatsächlich werfen wie ein... Mit der Natur los. Hier sind Sachen, die werden schwarz. Wie schwarz? Wir verändern echt schon die Natur. Komm mal her zu mir. Ja, warte. Hier sind Pflanzen, die werden schwarz. Und ich gerade wenig. Wo bist denn du? Da hinten. Okay. Dann wird Zeit, dass die Natur auch endlich mal verliert. Ach nee, du bist hier hinten. Sind noch ein paar Sachen, bin ich. Ja, warte. Guck mal hier hinten, siehst du das? Ja, da werden Sachen schwarz. Ich sehe dich gerade wenig. Gar nicht. Mann, da. Ja, warte. Was wird schwarz? Hier, siehst du das nicht hinten? Ah, guck mal, eine Schildkröte. Die ist auch schwarz. Die sieht aus, als sie das Genick gebrochen. Toll. Kann man die nicht mitnehmen? Aber du hast recht. Weißt du, was das ist? Das ist Bodenverschmutzung und die entsteht durch, dadurch, dass wir unser Zeug hier oben haben, die Schlacke. Weil die immer mal hier oben ist, kurzzeitig. Muss ich mal wegräumen. Ja, also, ich glaube, wenn wir dann den Hochofen haben und wir dann keine, ich glaube, da sparst du dir einen Arbeitsschritt. Es könnte sein, dass wir dann tatsächlich keine Schlacke mehr erzeugen und dieses Zeug, dann würden wir das Problem auch nicht mehr haben. Oh Mist. Ich habe einen Agouti erschossen. Tricks Natur. Es fällt dir ein, einfach kaputt zu gehen. Ach, schimpfst du, es will kaputt gehen, in der schlimmste Weise kaputt gehen. Ja, ich bin nie zufrieden. Ich bin ein moderner Mensch, ja. Das merkt man. Hast du noch Kalksteinziegel für mich? Ich hab dir ein paar hingelegt. In dein Lager. Ich bin dafür, dass wir mehr Natur zerstören. Ja, dein Vieh hast du reingetan. Ja, mehr hab ich gerade nicht. Ich brauche neuen Sand. Und wir haben bisher
schon nichts gefangen. Naja, vielleicht lassen wir es einfach mal und schauen dann einfach mal demnächst. Okay, bist du so weit, dass wir runter in den Keller gehen? In den Keller, was rede ich denn? Du weißt schon. Das Zeug suchen. Wir müssen in die Schieferschicht unten rein. Wir sind eigentlich unten im Biom, wo das drin ist. Wir sind in dem Biom, oder? Wir sind in dem Biom schon drin, wo das eigentlich immer vorhanden ist. Oh, da ist schon nichts weg. Habe ich schon mal ein bisschen schlau gemacht, deswegen. Warum müssen wir unten in die Schieferschicht rein, nicht klein? Das ist Ich jetzt habe angestellt. so einen kleinen Rienis und habe es dann direkt durch die Schnauze geschossen. Ja, toll. Der wird mich nicht mehr verspotten. Ist das denn? Eisenbarren, die sehen jetzt anders aus. Ah, die haben ja bitte was dran gemacht. Ja, ich weiß. Granitziegel, okay. Ich glaube, Kalkstein hatte ich auch nicht so extrem viel, deshalb war es auch schwierig, Ziegel zu machen. Hast du noch irgendwie was, was ich in Bitumen verwandeln kann? Ja, ich bring dir gleich was. Weil dann läuft das mit den Ziegeln auch weiter. Welches Granit? Das ist Basalt. Das ist Schiefer. Also 30 mal Kalksteinziegel hast du unten. Oh, ich gebe dir mal was, damit ich wieder weiterfahren kann. Geworden. Was haben wir hier? Eisenkonzentrat. Ah, ich muss erstmal Kalkstein finden wieder. Da haben wir nämlich nicht mehr so viel, wie es aussieht. Ne, wir haben keinen Kalkstein mehr. Ich gehe mal Doch, kannst runter du und das nicht. such mal ein bisschen Kalkstein. Was? Hast du welchen abgebaut gehabt, noch Kalkstein? Ja, aber der ist ja relativ schnell verbraucht. Für ein Ding brauchst du ja viermal Kalksteinziegel, glaube ich. Ja, ich brauche nämlich ziemlich viel. Ja, eben. Das heißt, ich muss sehr. Kalkstein ist auch nicht so häufig wie die anderen Sachen. Außer bis in dem Gebiet, wo das ist, immer ist. Das nächste war Granit. Das war Kalkstein. Alter, du hast jetzt auch das Problem, wenn du wegklickst aus dem Lager, schlägt der automatisch einmal zu. Richtig. Deshalb mache ich das mit Escape-Taste, da geht das schon. Ah, ich habe noch einmal ein bisschen Kalkstein, gut. Aber trotzdem ist es jetzt ziemlich leer. Ich glaube, ich hatte noch ein Lager, an dem ich gearbeitet habe. Wenn du dann so weit bist, kommst du einfach runter und. Gerade die Schieferstraße war doch auch noch. Na gut, machen wir erstmal so. Ja, die Wege, die Straße nach unten bauen. Ja, wir brauchen. Denke ich. Ja, kannst du aber auch machen, wenn du möchtest. Aber wir brauchen auf jeden Fall Kupfer, damit ich weiterkomme. Weil wenn ich weiter schmelzen kann, dann erzeugen wir auch diesen Dreck nicht mehr, denke ich. Ah. Guck noch mal nach, warte mal. Oh, der Wagen fährt sich nicht mehr so besoffen. Der fährt sich viel besser. Ach, wollen wir in dem Raum hier einfach mal gucken, wo wir weitergehen, oder? Warte mal, ich gucke nochmal nach, genau. Das war Basalt. Oh, noch mehr Eisen. Aber Eisen brauchen wir ja nicht. Kannst. Achso, nochmal gucken hier. Echo. Ich bin gerade im Echo-Forum nochmal schnell rein. Mal sehen, ob sie mir jetzt mir weiterhelfen können hier.
Ich sammle mal noch ein bisschen Zeug. Schiefer. Wir müssen in das Borealforest, das ist das, wo wir gerade sind. Im Granit ist das drin, zwischen Tiefe 20 und 30. Aha. Also vom höchsten Block musst du mal ausgehen und 20 runter. Und wenn du dort im Granit bist, wo jetzt sind, also die Granitflächen müssen wir durchwühlen. Nicht Ist allein. das hier Basalt? Ich weiß nicht mal, wo Granit war. Wo wir gerade durch, wo ich durch bin gerade, der Weg nach unten. Die Granitebene ist dort das, der Borealforest. Okay, also müssen wir zurück oder? Ne, das hier war doch Granit, oder? Also was Hier, auf genau, hier ist der Granit, hinter uns. Borealforest in Granit zwischen Tiefe 20 und 30. Dort ist nämlich, das ist der Granit dort gerade. Also müssen wir hier mal Und links und rechts graben, ob wir da irgendwas finden, oder? normalerweise ist dort immer Kupfer. Oder müssen dann auf der Hauptinsel ins Schneebiom. Okay, ich würde einfach mal sagen, da wir hier schon was haben, würde ich einfach mal gucken, ob wir hier irgendwo durchkommen, oder? Würde doch Sinn machen. Zurück. Wir müssen ein Stück zurück hier. Ja. Hier ist ja überall Granit drin, hier. Deshalb wundert mich das Genau, ja dann würde gerade. ich einfach Müssen mal wir. sagen, wir graben an einer Stelle ein Stück rein. Ich gehe mal hier hinten weiter. Hier mache ich mal. Ja, ist okay. Soll ich mal an der anderen Stelle einfach mal graben? Ja, kannst du ja machen. Ich grabe ja woanders jetzt. Ja. Ja, dann grabe ich ab, gucke ich einfach mal, ob wir hier ein bisschen Glück haben. Ich hänge im Schwarzen, jetzt bin ich wieder oben. Cool. Schön. Wo bin ich denn hier? Ach so, ja.